Ja, hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Heute soll es gehen um den Ostbeauftragten der Bundesregierung Marco Wanderwitz und dessen dümmliches Geschwätz. Dann um das Urteil, das viel zu milde Urteil gegen die Mutter des kleinen Tim, der in Querfurt bestialisch ermordet wurde. Und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, um Bikinis für Männer. So, jetzt zu dem Wanderwitz. Ja, ein Name wie für eine Romanfigur, eine nicht ernstzunehmende Romanfigur. Man nennt das dann in der Literaturwissenschaft Telling Name, ein sprechender Name, Wanderwitz. Der hat sich wieder zu Wort gemeldet und hat seinen Bericht vorgelegt. Und naja, was soll man zu dem sagen? Der arbeitet sich eben ab daran, dass viele Ostdeutsche nicht so wollen, wie das Altparteien-Establishment will. Das große Problem ist hier, dass halt im Osten noch 20%, also aufgeweckt und klug sind, stabil AfD wählen. Das passt dem Herrn Wanderwitz nicht, daran arbeitet er sich ab und er geht dabei so vor, dass er seine Politik, also dieses schmale Meinungsspektrum, das die Altparteien vertreten, und das nur ein Teil dessen ist, was in einer vitalen Demokratie möglich ist, dass er dieses kleine Spektrum mit der Demokratie an sich gleichsetzt und jeden, der damit nicht einverstanden ist, der andere Meinung hat, zum Feind der Demokratie macht. Ich zitiere daraus aus einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung, Seite 5, Donnerstag, 8. Juli 2021, im Osten wohnt die Skepsis, und da geht es über Wanderwitz und über dessen Bericht zur Lage der deutschen Einheit, und er stellt eben eine vertiefte Grundskepsis gegenüber Politik und Demokratie fest. Nein, nicht gegenüber Politik und Demokratie, sondern gegenüber der Altparteienpolitik und gegenüber der Politik, die er repräsentiert. Und er spricht von dem Hass auf die Demokratie, nicht auf die Demokratie an sich, auf das Altparteienspektrum, das nur einen kleinen Ausschnitt der Demokratie bildet. Und was will er dagegen tun? Ja, das übliche Gelaber, ich zitiere: Man müsse den Menschen zuhören, ihnen auf Augenhöhe begegnen und auch erklären, warum gewisse Dinge nicht funktionierten, wie sie es sich wünschten. Nein, man muss die Leute nicht einlullen, weil die Leute merken das. Man muss den Bürgern, wir sollten auch nicht mehr von Menschen sprechen, sondern von Bürgern. Hier geht es um Politik, hier geht es um Staatsbürger und nicht um Menschen allgemein. Man muss auf die Bürger hören, man muss ihnen zuhören, das ist richtig. Aber nicht um sie zu überzeugen von dem, was man selbst will, sondern um aufzunehmen, was sie wollen. Und dann muss man tun, was sie wollen. So funktioniert Demokratie. Davon hat Wanderwitz keine Ahnung. Und die Mitteldeutsche Zeitung lässt das so stehen, pflichtet ihm bei, liefert einen Kommentar, der aber nicht der Rede wert ist. Der Osten redet jetzt mit Markus Decker. Der Kommentar ist lang, aber wenig gehaltvoll. Zwei Dinge will ich hervorheben. Einmal bemängelt Markus Decker an dem Bericht von Wanderwitz, dass die westdeutsche Elitendominanz nicht problematisiert werde. Also, dass dieses Ossi-Wessi-Gehabe zu kurz kommt, das kritisiert der Decker an dem Bericht. Also das ist etwas, was nicht kritisiert werden muss. Wenn es etwas gibt, was nicht kritisiert werden muss an diesem Bericht, dann das. Und dann kritisiert er an dem Bericht, dass er zwar darauf hinweise, dass auch Ostdeutsche Debatten angestoßen hätten, wie Jan-Josef Liefers oder Sarah Wagenknecht oder Uwe Tellkamp, aber diese Debatten, Zitat, lösten wegen mangelnder Abgrenzung nach rechts außen Unmut und Ablehnung aus. Also wenn aus dem Osten schon Debatten kommen, dann sind sie ja nicht abgegrenzt genug gegen rechts außen. Und deshalb lösen sie Unmut und Ablehnung aus. Das kritisiert Markus Decker an Wanderwitz. Also an Wanderwitz muss alles kritisiert werden, nur nicht das. Quark, wie immer, die Mitteldeutsche Zeitung. So, jetzt zu dem Urteil gegen Tims Mutter. Neuer Landbote, Regionalteil, Seite 7, Dienstag, 6. Juli 2021. Also kurz, der kleine Tim, ein
kleiner, gut einjähriger Junge wurde bestialisch ermordet, sexuell missbraucht und bestialisch ermordet von dem Lebensgefährten der Mutter, nicht vom eigenen Vater. Und der Mörder hat jetzt auch zu Recht die Höchststrafe bekommen, lebenslänglich mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Dadurch ist die Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Immerhin, nach meinen Begriffen, noch nicht schwer genug. Ich würde solche ganz anders bestrafen, aber wie dem auch sei, die Mutter jedenfalls hat eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung wegen Körperverletzung durch Unterlassen bekommen. 6 Monate auf Bewährung. Durch die Untersuchungshaft ist diese Haftstrafe schon abgegolten und sie befindet sich auf freiem Fuß. Was soll man dazu sagen? Das kündet davon, dass es in dieser Gesellschaft keinen Begriff mehr gibt von Mutterpflichten. Denn die Schwere der Schuld bestimmt sich danach, welchen Pflichten jemand unterlag und wie schwer die Pflichtverletzung ist. Und es wäre die Pflicht einer Mutter gewesen, sich zu sorgen um das Wohlergehen ihres Sohnes. Er wurde nicht in einer Nacht sexuell missbraucht und ermordet, sondern das war eine Leidensgeschichte, die sich über mehrere Wochen hinzog. Und sie will davon nichts bemerkt haben. Sie hat ihre Mutterpflichten sträflichst verletzt und nach meinen Begriffen hätte sie mindestens 10 Jahre ohne Bewährung bekommen müssen für das, was sie getan hat. Sie ist jetzt auf freiem Fuß, sie bewegt sich wieder. In Katterstedt wurde sie gesehen, wo ihre Tochter lebt. Naja, bleibt zu hoffen, dass sie zumindest gesellschaftlicher Ächtung anheimfällt. Das dazu. Und jetzt zum Bikini. Ja, das ist der Artikel, Ausgabe Mitteldeutsche Zeitung, 3.4. Juli, Seite 25. Blick, ein Hoch auf den Bikini. Und ja, ganz nett, da wird halt mal die Geschichte des Bikinis erzählt, dass 1946 kam er auf, da gab es den ersten Entwurf und das erste Bild mit einer gewissen Nackttänzerin Michelle Bernardini. Andere Models wollten sich damit nicht zeigen. Und naja, so weit, so normal, so angenehm, das schaut man sich gern an, auch als Mann. Wenn nicht der letzte Abschnitt wäre, hier Abschnitt 7, Mann zieht Zweiteiler an. Ich zitiere: In diesen Tagen, in Zeiten der geforderten Gleichstellung der Geschlechter, sehen Modeexperten sogenannte Unisex-Kleidung, die von Männern und Frauen bzw. Jungen und Mädchen gleichermaßen getragen werden kann, stark im Kommen. Da verwundert es nicht, dass auch der Bikini heute nicht mehr den Frauen vorbehalten ist. Und dazu dieses Bild für den Männerbikini. Ich bitte euch, auch wenn es schwerfällt, schaut es euch mal an. Ich kann mir sowas nicht anschauen, ohne dass mir nicht körperlich schlecht wird. Bäh! Ekelhaft! Pervers! Und daran sieht man, was das Ziel dieser gottverdammten Geschlechterpolitik ist. Sie wollen die Geschlechterrollen aufheben, sie wollen die Geschlechtereinteilung aufheben, sie wollen eine geschlechtslose Wahnsinnswelt schaffen, eine perverse, eine kranke geschlechtslose Wahnsinnswelt. Und das dürfen wir nicht verharmlosen. Das ist nichts, worüber man vielleicht lacht oder sagt, haha, wie lustig. Ja, das ist gefährlich, denn es löst die Grundlagen der menschlichen Kultur auf, es führt ins Nichts und deshalb muss hier widersprochen werden und deshalb muss hier politischer Widerstand geleistet werden. Vor allem müssen wir das eine tun, unseren Unmut und unseren Ekel bekunden und ein solches Gebaren nicht tolerieren, damit es in dieser Gesellschaft nicht weiter Raum greift. So etwas tut man nicht, so zieht man sich nicht an. Ein Mann, der sich so kleidet, der ist seiner Würde ledig. Das ist würdelos. Ein würdeloses Gebaren. Und damit bin ich für heute am Ende. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut.